Ja, die Einreise nach Italien war super entspannt. Wir sind ja auf irgendeinem Schweizer Dorf, Müster, nach Südtirol eingereist. Unser nächster Stop ist dann Bozen, 118 Kilometer. Ja, hat sich niemand dafür interessiert, wo wir herkommen, wo wir hinwollen. Auf geht's Italien, auf geht's Südtirol! Nachdem wir in der letzten Episode die wunderschöne Schweiz bewundert haben und dabei vor allem die Schweizer Alpen rauf und runter gefahren sind, sind wir in den Bergen noch ein bisschen treu geblieben und nehmen euch dieses Mal mit nach Südtirol in die italienischen Dolomiten. Die zeichnen sich vor allem durch ihre imposanten, charakteristischen Felsformationen aus, halten aber auch den einen oder anderen tollen Bergsee bereit und haben uns auch mit einem tierischen Weggefährten beeindruckt. All das zeigen wir euch jetzt in unserer ersten Episode aus Bella Italia. Viel Spaß! First rain on the plane, we were flying to the mountain, all across the ocean, and there we go again. Wie schon zuvor die Schweiz, überrascht uns auch Italien positiv. Wir stehen jetzt schon zwei, drei Tage auf diesem Stellplatz, haben am letzten Blog-Eintrag und Video gearbeitet und hier gibt es eine Entladestation für Grauwasser, es gibt Frischwasser, es gibt eine Mülltonne. Das Ganze ist kostenfrei, schön in der Natur, relativ ruhig hier. Ein Traum, so kann es weitergehen. Richtig schön. Ein absoluter Traum.
Guten Morgen! Was war das bitte für ein Stellplatz? Einfach überragend. Wir sind hier immer noch im Wildnestal, sind hier gestern Abend angekommen. Der ganze gestrige Tag war einfach ein Traum für mich als Bergmensch. So viele schöne Ausblicke und dann eben gekrönt von diesem Stellplatz. Ich könnte es mir nicht besser vorstellen. Jetzt gibt es einen frühen Start für uns. Wir wollen jetzt gleich zum Pragser Wildsee und dann zu den drei Zinnen. Wir lassen es ein bisschen flotter angehen heute, denn heute soll der letzte Tag sein, wo noch mal ein bisschen die Sonne scheint. Die nächsten Tage sollen wieder Wolken aufziehen und es soll auch wieder schneien. Und solange die Pässe noch offen sind, wollen wir das nutzen. Von daher, los geht's. Pragser Wildsee, ultra schön, ultra unglaublich viele Touristen. Wahnsinn. Wir sind jetzt auf dem Parkplatz der drei Zinnen angekommen. Man muss erstmal 30 Euro zahlen, um überhaupt hier hochfahren zu dürfen. Wenn man die Nacht hier verbringen will, muss man weitere 15 Euro zahlen. Also ein relativ teures Unterfangen, zumindest für unseren Reisestandard. Aber wir gönnen uns das jetzt einfach mal, weil das Wetter ist überragend. Die Aussicht, also wir stehen da. Hier ist eine ganze Reihe an Fahrzeugen, auch schon ein paar Camper. Mal schauen, wie sich das heute entwickelt. Aber das hier ist die Aussicht. Ich freue mich schon drauf, wenn die Sonne nachher untergeht, wie das dann so aussieht und auch morgen früh. Ich gehe jetzt wandern. Man kann einmal um die 13 rumlaufen, dauert ungefähr 2-2,5 Stunden. Das schaue ich mir jetzt an und Tina ruht sich ein bisschen aus. Ich nehme euch aber mit. So, ich bin am höchsten Punkt angekommen auf 2454 Meter. Leider ist die Route, die ich eigentlich gehen wollte, die vermeintlich kurze Route, komplett verschneit. Da ist
noch niemand lang gelaufen. Es gibt nur die lange Route über die 13. Hütte. Die ist irgendwo da. Das ist in jedem Fall zu lang. Das dauert nochmal 2,5 Stunden, bis man dann wieder am Campspot ist. Das werde ich heute nicht mehr schaffen, bevor es dunkel wird. Aber halb so schlimm. Ich drehe dann jetzt. Different than when back when we had it easy. Now you don't believe me when I say I'll change. But how can I lose you now? Whoa, oh, the silence is way too loud. Yeah, 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 yeah. Guess I won't be okay without you every day. Baby, don't run away. Sehr schön. Ich habe vorher noch nie einen Fuchs gesehen. Und ich glaube, Dirk auch nicht. Nee, ich auch nicht. Süß. Süß. Das war es auch schon wieder mit dieser Episode. Wir sind uns definitiv bewusst, dass Reisen während Corona ein echtes Privileg ist und halten uns natürlich auch an alle geltenden Regeln und Gesetze, damit wir uns und andere so gut wie möglich schützen. Für uns geht es jetzt immer weiter Richtung Süden. Das nächste Mal melden wir uns aus der Toskana. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis bald.